Lieber Andreas Wurzrenner, ehemaliger Schuldirektor Volksschule ITER, wir kennen uns schon Zeil und Kontakt vor ein paar Jahren ist gar nicht so geglückt, aber wir haben uns dann wiedergehört aufgrund einer Empfehlung. Und du warst letztes Jahr beim Kongress Bewusst gemeinsam leben dabei, wo ja. wir lebenswerte Gemeinde der Zukunft gezeichnet haben und eine Schule gehört natürlich innovative Schule dazu. Ich war mit Karl Forcher bei dir in ITER, haben uns die Schule angeschaut und ich war erstaunt über mich selber, dass ich gesagt habe, lieber Herr Direktor, lieber Andreas, bei dir ging heute wieder in die Schule und das hätte ich vorher ausgeschlossen. Was hast du mir da vermittelt? Wieso war ich da so in der Kraft? Was wären so Faktoren? Ja, der Einzige, der die Antwort auf diese Frage wirklich kennt, das bist ja du selber. Aber ich habe so einen Verdacht, dass dir vielleicht die Atmosphäre der Selbstgestaltung gut tut. Ich glaube, bei uns an der Schule geht es nicht darum, dass irgendjemand sagt, und so ist richtig, so muss das machen, sondern dass wir im Dialog schauen, was ist denn für uns alle miteinander ein günstiger nächster Schritt. Und ich glaube, das macht dann schon was mit einem selber auch. Auch wenn man da schon Erfahrungen mit Schule gesammelt hat, wie wir alle schon geprägt sind von unserer eigenen Schulzeit her, ist das dann schon einer von diesen Unterschieden, dass man selber in diese Kompetenz wieder hineinkommt, zu bewerten, wo nicht jemand anderer sagt, was richtig und was falsch ist. Das, glaube ich, das spürt man an einer potenzialfokussierten Schule recht gut. Auf der anderen Seite brauche ich ja oder ist es halt so, dass ich eine Leistungsbeurteilung habe und einfach um das verifizieren zu können, eben mit Noten, ja, das gehört in dem Sinne dazu und das ist ja auch die Überprüfung, wie erfolgreich bin ich oder so. Würdest du das in Frage stellen oder wie kann ich die Verbindung da verstehen? Ja, also so wie du sagst, die Leistungsbeurteilung gehört natürlich auch dazu. Der Weg zu dieser Beurteilung ist halt oft ein anderer. Also den wir wählen, ist, dass wir ganz stark in diesen Austausch gehen und uns auch das, besonders das vom Lernenden anhören. Was so seine Erfahrungen sind, wo die Erfolge sind, wo eventuelle neue Entwicklungsmöglichkeiten da sind. Und in der potenzialfokussierten Pädagogik, die wir gemeinsam mit dem Dr. Loega geprägt haben, ist diese Selbsteinschätzung des Um und Auf. Und da verwendet man halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Strategien, Visualisierungen, wie man gut, regelmäßig, fast permanent in diese Selbsteinschätzung hineinwachsen kann. Sogar da hätte, dass das so entscheidend ist, dass man übt, wieder sich selber einzuschätzen. Und also das Wort schätzen und das Wort bewerten, also der Wert und das Schätzen, ist da ganz wesentlich. Was zum Beispiel Gerald Hütter sagt, ist ja ein ermutigendes Umfeld zu schaffen. Das habe ich auch gespürt, wenn du sagst, was ist in der Schule anders. Das einfach angenehm, ich fühle mich sicher, ich habe nicht Angst vor Verletzungen. Und mir tut ja das Gespräch so gut, auch seelisch, weil ich einfach merke, und mein Thema war, ich habe mich als Totalversager gefühlt, sogar bis vor wenigen Jahren, wo ich gesagt habe, wo ist mein Potenzial, was kann ich wirklich, und habe jetzt eben mit Bewusst gemeinsam Leben meinen Weg gefunden. Bei mir war es so, Andreas, dass ich meine Kindergartentante heiraten wollte. Weil ich gewusst habe, wenn ich die heirate, dann bleibt sie bei mir. Und ich habe aber nicht gewusst, was passiert mit mir. Und das war auch mit den Eltern kein Thema, dass man da reden können hat, das ist so und du gehst in die Schule aus. Jetzt gar nicht besser gemeint, sondern so war das. Und somit, und heute habe ich noch ein Gespräch mit einem Psychologen, die traumatisierte Gesellschaft, ich glaube, wir haben alle ein Trauma. Und wenn man sich da eine begibt, wenn man wieder Vertrauen aufbaut, ein förderes Umfeld, denke ich, das ist es. Und jetzt habe ich einfach versucht, für mich ein paar Antworten zu finden, was du und was ihr in dem Sinn anders machst. Würdest du das so sehen? Ja, vor allem so wie du auch sagst, es ist nicht so spät, dass man dann im Nachhinein noch eine glückliche Kindheit hat. Also so stark wie du jetzt da mit dir selber in Austausch gewesen bist, hast du ja ganz viel für dich da nutzbar machen können. Und das ist ja auch eine wunderbare Erfahrung. Dass, obwohl das alles schon passiert ist, im Nachhinein kann man immer noch wunderbar mit dem arbeiten und da wieder neue Chancen sehen und aus dem wieder mehr Kraft gewinnen. Und auch das Wort Mut, das du da erwähnt hast, also den braucht man ja jetzt gerade in diesen herausfordernden Zeiten ganz stark. Also auch dieses Vertrauen, dass wir da gut in den nächsten Schritte gemeinsam finden werden. Ja. Das ist eine von den fünf wesentlichen menschlichen Gaben, die wir haben. Also die Vorstellungskraft, in eine Zukunft zu gehen, die sich für uns lohnen wird.
Das Thema ist ja jetzt, Corona ist also so ein Wort, das extrem viel auslöst und bei den meisten Angst. Und jetzt wäre die Ermutigung ja wichtig. Was wäre das jetzt so was, wo ich sage, ich komme in die Kraft und ich sehe eine Perspektive? Was wären so Schlüssel oder Zugänge zu mir aus deiner Sicht? Ja, also wenn wir uns Gedanken machen, dann machen wir uns ja meistens Gedanken darüber, wo es nicht gelingt. Und wenn wir uns einüben, in das wieder zu schauen, was tagtäglich an wunderbaren Sachen ja wirklich fast wie selbstverständlich gelingen und wir mehr üben, auf diese Erfolge, die dauernd da sind, zu achten. Und wenn es noch nicht so stark da sind, können wir ja wieder Unterschiede formulieren, wie es ein bisschen anders wäre, wenn es noch mehr gelingt. Ich glaube, da kommt man relativ schnell in die Kraft hinein. Und auch, dass man das nutzt. Ich habe in jedem Moment die Möglichkeit, mich zu entscheiden, worauf ich jetzt gerade schaue. Wir haben ja vorher, bevor das Interview begonnen hat, ja auch kurz über das gesprochen, allein, wie meine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Bereiche gehe. Wird das befreiend sein, wenn ich einfach mich entscheide, ich konzentriere mich jetzt beim Einschlafen auf einen schönen Ort und überlege mir, was sind denn da meine Eindrücke, was wie erlebe denn den? Und plötzlich ist das ganz anders. Obwohl ich ja immer noch der gleiche Mensch bin, obwohl die Situation immer noch gleich ist, wenn sich die Fokussierung verändert auf das, was eher gelingt, dann komme ich wahrscheinlich wieder in eine Kraft hinein. Ist sehr interessant, Andreas, dass du aber auf das Gelingende fokussierst. Ali Maloche hat mir gesagt in einem Interview, das ist so ein Jugendbotschafter, der eben auch die Menschen in die oder inspiriert, in die Kraft zu kommen, dass die Schule allgemein, ich sehe ja gerade, bei dir ist das eine große Ausnahme, nicht auf die Potenziale fokussiert, sondern eher auf, in Richtung Anpassung geht. Gleichheit. Ja, Angleichung. Angleichung, ja. Okay. Ja, also dass wir uns angeglichen verhalten an ein vorüberlegtes Modell. Und ich glaube, das ist ja die Potenzialvernichtung ohne Gleichen. Also dieses permanente Ausbügeln von Fehlern, dass die ja gar nicht auftreten dürfen, das ist ja potenzialvernichtend. Also man muss ja wirklich, Fehler, das sind ja Geschenke. Das, und ich fokussiere eigentlich auch gar nicht so nur auf das Gelingen, sondern auf den Unterschied, das Gelingen macht. Also wenn es jetzt einmal so ist und es läuft nicht so in eine gute Richtung, dann gibt es den Unterschied, der das wieder ausmachen würde, wenn es gelingt. Und auf das fokussiere ich, auf den Raum, der da dazwischen ist. Das ist das Entscheidende. Wie erinnert das, Andreas, an einen Mittelschulprofessor? Musikprofessor Edwin Zappe war ein ganz lieber Freund und sagt ja in seiner wurzelmäßigen Art, Georg, merk dir eines, schau immer auf die Wortwurzel. Und das ist ja interessant, was ein Wort aussagt, weil du gesagt hast, fehlt noch etwas. Genau. Und ich kann dieses Fehlende in dem Sinn ergänzen. Und wenn man da mal in die Tiefe geht, dann wird das schon sehr, sehr spannend. Genau, weil das ist ja das Wunderbare, weil wenn es schon da wäre, würde es ja nicht einmal auffallen. Es würde nicht einmal in unseren Fokus kommen. Und weil das noch nicht ist, also dieses noch nicht sein, das ist das Wunderbare, das ist ein Geschenk des Lebens. Also wie langweilig wäre denn das, wenn das alles schon da wäre? Das ist ja das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wenn man Herausforderungen hat, Andreas, in der Nachbetrachtung, und jetzt haben wir eben auch so die Situation, dass wir extreme Herausforderungen haben. Eben wie der Matthias Stolz sagt, Irritation ist die Mutter der Innovation. Da können jetzt wenige was anfangen damit, weil die Irritation so groß ist, die uns Angst macht. Aber wenn wir dann in 2, 5, 10 Jahren schauen, sagen wir, boah, da hat es viel Innovatives ist da entstanden, das wäre sonst nicht passiert, weil wir in der Komfortzone gewesen wären, weil alles so dahingegangen sind. Und ich glaube, so, Andreas, ist ja auch bei persönlichen Dingen. Und ich bin ja meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Wir haben fast das ganze Leben eine schwierige Situation gehabt. Mein Vater war depressiv, ist in der Nacht spazieren gegangen, hat immer das Unmögliche gesehen, was macht die Welt gegen mich, das war aber nicht real, sondern es war nur in seinem Kopf. Mutter war dann Alkoholikerin, weil sie das auch nicht geschafft hat. Auch mit Bruder zerstritten etc. Aber das Schöne ist, es hat sich alles geheilt. Und mein Papa ist eigentlich der Inspirator für das, dass die Initiative gibt. Wer gestorben ist, war der Impuls da. Georg, übernimm Verantwortung, tu was, was uns Menschen wieder zusammenbringt. Ganz große Geschenke. Und die Schmerzen waren natürlich damals auch groß. Aber die Chance umso größer, dass ich einfach tiefer geschaut habe, weil offensichtlich so ist,
Andreas, wir lernen halt noch meistens über den Schmerz und nicht über die Lust. Aber da vielleicht noch eine konkrete Frage dazu. Bei jungen Menschen, und ich habe einen Kollegen, der da die EDV macht bei uns, der Niklas Winter, der immer so dahin lächelt und so verschmitzt ist und so eine freudvolle Art hat. Ist die Jugend, kann man das so sagen, generell jetzt nicht mehr so negativ geprägt, haben die mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen? Sind die innovativer wie meine oder unsere Generation? Ich glaube, in der Geschichte der Menschheit hat sie diese Frage schon, also die zieht sie durch. Dass die Jugend irgendwie was anders hat. Und da kann man das kritisch sehen, dass die Leichtigkeit vielleicht zu mehr Chaos führt oder doch mehr zu Ordnung. Ich weiß es nicht, wie es ist, aber wahrscheinlich ist jede Generation für sich immer ein bisschen anders. Und das ist eben das Geschenk der Evolution. So wie du sagst, das geht ja alles dann weiter. Und wenn wir Gespräche machen, die dann wieder was Neues hervorbringen können, das sind der... ja, das ist das Wesen des Seins wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind wir da dem Sinn auch ganz nahe, wenn wir uns darüber unterhalten, was so die Unterschiede dann immer wieder mehr ausmachen. Das macht das Leben, das ist das Salz in der Suppe. Andreas, das Wort Neugier, was verbindest du mit dem? Ja, wie man jetzt da, so wie dein Mentor aus deiner Schulzeit gesagt hat, also wenn man auf die Wurzel schaut, da ist Neue und die Gier danach, also alles, was Gier ist, ist wahrscheinlich schon das Übermaß an. Aber die Freude am Neuen, mit dem könnte viel anfangen. Und dass man das erforscht. Und das Neue ist ja immer da. Also das wunderbare Neue ist ja permanent vorhanden. Und wenn ich nach dem nicht giere, sondern mich an dem erfreue, dann glaube ich, tut es ja wieder ein guter Raum auf. Hast du eine Idee oder Überlegung oder Erklärung, wieso wir so eine Angst vor Neuem haben, neue Tür zu aufmachen, Neues zu erkundigen? Auch bei Unternehmen ist meistens so, dass vom Umfeld kommt, na, tu das nicht und du hast einen guten Job, mach dich nicht selbstständig und das Risiko etc. Wieso sind wir Menschen so? Ja, bequemer ist natürlich, wenn es so bleibt, wie es ist. Es ist halt eine unangenehme Tatsache, dass sich dauernd alles verändert. Also egal, wie wir uns dagegen wehren, es verändert sich. Und man könnte jetzt dann sagen, ich habe was dagegen, dass sich da dauernd alles verändert. Oder ich könnte anfangen, das zu nutzen, dass man wirklich auf dieser Veränderung dahin surft. Also dass wir Veränderungssurfer werden und mit einer Leichtigkeit, also das akzeptieren, und respektieren, dass sich alles verändert und wir das dann nutzen anfangen. Das ist ja das Schöne. Ich kann es nur noch mal wiederholen, es wäre so langweilig im Leben, wenn diese Veränderung nicht die ganze Zeit da wäre. Die haben wir jetzt mit der Situation, die wir haben. Ja. Und ich verwende öfter einen Spruch, das einzig Beständige ist die Veränderung. Ja. Und wenn ich zur Wortwurzel noch was sagen darf, es gibt Armut bei uns in Österreich Gott sei Dank wenig. Aber gerade Weihnachtszeit heißt es immer Armut bekämpfen. Und das mag jetzt auch nicht jeder kodieren und für gut befinden, aber Armut, ich bin arm an Mut. Natürlich gibt es Schicksale, aber in der Regel stehe ich auch fest, dass das eigentlich schon oft Menschen sind, die in den Normen sind, die nichts verhindern, die keine Eigenverantwortung übernehmen. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Wort zu kreieren. Und das nennen sie Reichmut. Was fängst du mit dem an? Ja, also ich glaube, dieses Wort hätte dann ganz viele Möglichkeiten, genau in dem Sinne auch der Potenzialfokussierung, dass uns bewusst wird, es ist ja eh alles da und für jeden ist genug da. Die Dosis macht das Gift und wir können uns dann auch wieder in jedem Moment entscheiden, wie viel Vertrauen haben wir denn da, dass für jeden genug da ist. Und es ist auch, du hast mir glaube ich schon mal die Frage gestellt, manche Lehrer haben das Gefühl der Überforderung. Also man geht hochmotiviert in seine Arbeit rein und will da das Beste draus machen. Und wenn dieses Vertrauen des Reichmuts, so wie du das jetzt nennst, da ist, dann braucht es auch diesen ganzen Verwöhnungszugang nicht mehr. Dass ich schaue, dass die ja keine Hürden überwinden müssen, dass Lernen so einfach wie möglich geht. Lernen ist generell nicht einfach. Verändern tut sich, wie wir vorher gerade gesagt haben, alles die ganze Zeit. Und wir müssen da wahrscheinlich, oder es zahlt sich aus, ne? Nicht wir müssen, sondern es zahlt sich wahrscheinlich aus, da ein gutes Maß zu finden, dass wir da in
den Reichmut leben können. Und wir brauchen ein gutes Maß an Besorgnis, an Hilfsbereitschaft, an Entlastung. Und wir brauchen da ein gutes Maß an Zuversicht, an Ermutigung, Zutrauen und so weiter. Das braucht man. Und das wäre im Reichmut, was drin, ein wunderbares Wort. Mutig sein, den Reichtum zu sehen. Reich an Mut zu sein, schön. Genau. Du vermittelst das auch. Ich merke auch da dein Engagement und ich weiß auch, hast du mir mal gesagt, dass dein Weg auch nicht einfach war, weil am schulischen Bereich Entfaltung, Veränderung, Neues zu tun, auch nicht unbedingt gefragt ist. Ich weiß halt, dass der Bürgermeister von deinem Ort sehr, sehr begeistert ist, selbst ein Schüler bei dir hatte. Die Zeitarbeit da, glaube ich, generell dafür, dass man wieder Individuen macht, dass Kinder wieder mit Hausverstand in die Gesellschaft kommen. Unternehmer sehnen sie sehr. Es gibt ja auch die Berndorf Bildungsstiftung, die einige Millionen Euro investiert. Also es gibt Menschen, die meinen sehr, sehr ernst und geben da auch einen monetären Beitrag dazu. Also wenn man jetzt auf das Ermutigende fokussiert, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und das ist nicht Blauäugigkeit und nicht eine Träumerei, sondern das ist einfach real. Und ich sage auch, die meisten oder fast alle Lehrer, Lehrerinnen sind in den Beruf gegangen, um den Kindern zu unterstützen in eine gute Zukunft. Und wenn da auch wieder mehr gefördert wird und eben diese Ermüdung und dieses Ausbauen wieder weniger wird. Aber wieso sind die Kinder? Ich habe eine gute Bekannte, die ist total engagierte Lehrerin, ist jetzt kurz vor 60, aber die ist total müde, erschöpft. Und ist nicht mehr so innovativ, ist einmal wahr, die hat irgendwie kapituliert und sagt, ich stelle mir das ganz anders vor. Hast du da noch eine Erklärung dazu, wieso das bei vielen so ist? Nein, die Erklärung habe ich nicht, aber ich habe gemacht ähnliche Beobachtungen und manchmal kann es sehr viel Energie kosten, wenn ich mit jemandem arbeite und ich will für den immer wieder das Beste. Also, und dass man dann auch als Lehrer schaut, wie kann ich dem das so gut wie möglich lehren, dass der zu dem Besten da kommt. Und das Belehren an sich ist nicht möglich. Also das, was wir früher so an Vorstellungen gehabt haben, wie Lernen passiert, dass da ein Lehrer da ist und der lehrt mir das und dann kann ich es gut. Ich glaube, das ist sehr energieraubender und mit nicht sehr viel Erfolg gekrönter Zugang. Der bessere oder wahrscheinlich energieschonendere Zugang ist der, wo dann der Erfolg dann auch besser beobachtbar ist, wenn man stark in diese Begleitung hineingeht und in, ja, dass man Berater wird, so ein professioneller Berater des Lernens wird, wo wieder der Schüler, die Lernenden am Lenkrad sitzen, wie es der Herr Dr. Lueger gern formuliert, also die Schüler wieder ans Lenkrad ihres Lernens setzen und dann wir als Fahrerlehrer schauen, schau, da vorne ist ein Baum, das wird gefährlich, fahr ein bisschen langsamer und wenn dann die Lernenden immer noch nicht vom Gas runterkommen, dass man ins Lenkrad hineingreift und sagt, jetzt fahren wir da vorbei, aber erst dann. So wie der freundliche Affe sagt zum Fisch, komm, lass dir aus dem Wasser helfen und setz den auf den Baum. Also das soll man nicht machen, dass man vor dieser in diese Verwöhnung hineinkommt. Das wäre so ein Zugang. Und die Verwöhnung ist etwas, was viel Energie kostet und wenig Erfolg bringt. Und wo oft diese Menschen auch vielleicht auf sich selber oft vergessen, so richtige Helfer auch sind, gell, im wahrsten genau. Sinne, was ja positiv ist. Ne? Genau, und wenn man jetzt da wieder auf den Wortursprung schaut, auf diese Wurzel schaut, bei Verwöhnen, also man wohnt da nicht mehr wirklich, also man steht nicht mehr wohl. Also, im Wort, da steckt schon so viel an Erkenntnis drinnen, wir sollten wieder mehr uns gewöhnen und mehr miteinander schauen beim Lernen, was gelingt denn da und wie kannst du beim Lernen selber gut einschätzen, dass du für dich die nächsten Schritte findest und dann sagt der manche, das ist aber viel zu einfach, also Lernen kann ja nicht so einfach sein. Das ist nicht nur einfach und nicht nur leicht, das konsequent zu machen, da zu beraten und gemeinsam auf diese Unterschiede zu schauen, das ist auch herausfordernd. Aus meiner Sicht halt mehr erfolgreich. Andreas, wir bauen gerade einen internen Bereich auf für Mitglieder, wo wir einladen, Teil des Puzzles zu sein, weil unser Logo Baum ist verbunden mit einem Puzzle und jedes Puzzlestück ist entscheidend wichtig. Und da würde ich gern
ein erweitertes Interview führen, also mehr in die Tiefe, wenn dir das recht ist. Das ist die Bitte an dich. Gern. Und was mir auch so kommt bei dir ist, unser Leitspruch, kannst du den lesen? Mhm. Und das ist aus meiner Sicht der große Schlüssel. Nicht halt zu sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut, sondern wie kann ich einfach Lösungen zeigen und du bist mit deinem Konzept oder mit dem, wie du wirkst, eine definitiv große Lösung. Bin ich ganz, ganz dankbar dafür. Da hätte ich noch eine Idee jetzt zu der, zu dem Ausspruch. Dass wir, erstens brauchen wir wirklich eine Revolution und zweitens bringen wir die Lösung. Ich würd einladen, gemeinsam Lösungen zu erfinden. Da gibt es viele Lösungen. Und es gibt nicht die eine, sondern viele Lösungen und die werden wir dauernd wieder anpassen, aber wieder miteinander. Und die erfinden wir, die bringen wir gemeinsam hervor. Die bringen wir nicht, sondern wir bringen es gemeinsam hervor. Und der wunderbare Spruch. Wunderbar. Und die Aussage ist ja schon älter. Das ist ein sehr bekannter Architekt, der nicht mehr lebt. Ja. Und den zitieren wir. Aber vielleicht sollten wir gar überlegen, dass wir was Eigenes machen. Weil vor 50 Jahren hast du Dinge vielleicht anders gesehen wie jetzt. Genau. Aber ich finde es halt einfach genial, dass ich sage, ich fokussiere auf die Lösung, auf die Lösungen. Genau. Und das ist eben auch so das, was wir oft wahrnehmen bei Initiativen. Diese, was weiß ich, industrielle Landwirtschaft, Katastrophen, wir brauchen nur Bauern. Aber nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und wenn wir aus der Wertung rausgehen und da viel mehr verbinden, glaube ich, gehen wir in eine gute Richtung. Ja, unbedingt, ja. Mhm. Andreas, letzter Punkt. Du hast ja schon Ja gesagt. Ich habe dich im Vorfeld schon gefragt. Wir würden zu dem Thema Bildung, Kinder gern über Zoom was Öffentliches machen. Mhm. Meine Frage war, ob du dabei warst und du hast Ja gesagt und hast gesagt, ehrt mich. So ein Praktiker wie du ist entscheidend wichtig und wir wollen da drei Leute haben. Und jetzt haben wir noch ein paar Möglichkeiten aus der Gehirnforschung an Spezialisten, Neurologen dabei, zum Gerald Hütter, Joachim Bauer oder in Österreich gibt es einen ganz interessanten, den Wolfgang Laluschek, der bei uns auch als Mentor wirkt, Neurologe, Biologe, also gleich wie Hütter, beides auch interessant von der Kombination her. Oder eventuell den Herrn Brecht, Dieter David Brecht als Philosophen, der ja, ich finde, ganz spannend ist. Und wer ganz wichtig war aus meiner Sicht, der Matthias Strolz, der hat mich auch sehr beeindruckt. Der ist ja in der Berndorf Stiftung sehr, sehr aktiv. Ganz ein tiefsinniger Mensch und ja, also eine Gruppe von drei Leuten aus unterschiedlichsten Richtungen. Oder der Ali Malocci wäre auch eine Möglichkeit. Also ich werde jetzt jedenfalls einmal schauen, wer da bereit wäre, mitzuwirken. Denken da am Mai, also so ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit, werden das ankündigen und wahrscheinlich über Zoom, dass da 50, 100 oder ein paar hundert Leute dabei sind und dass wir da wirklich einmal ermutigend gemeinsam was schaffen. Und ich bin mir sicher, wir werden da viel in die Praxis finden und auf so Säulen wie die darf man da aufbauen. Andreas, alles Gute, vielen, vielen Dank. Und danke dir.